Ich könnte es ja eigentlich tun. Also ich habe jetzt genug mitgenommen. Gleich Depository und... Na gut, Plutonium muss ich noch einpacken. Plutonium und Glas. Ich mir auch mal direkt das Glas. 5 Stück waren das, glaube ich, für das Habitat. Das Gummi werde ich hier reinpacken. Das eine Fleisch brate ich auch mal. Sehr schön. Ich werde, glaube ich, noch ein bisschen mehr Eisen und Stahl mitnehmen. Ja, klar. Iron. Iron. Okay, 200% bin ich jetzt. Das ist natürlich nicht so toll. Ich kann jetzt gerade das Schiff bauen, ohne hier den Skill dafür zu haben, wie ich gerade sehe. Oder? Scheint so. Okay, naja, gut. Muss ich mal gucken, was ich jetzt wirklich nicht brauche. Ich denke mal, das kann ich hier ablegen. Lithium lege ich auch mal ab. Ne, Titanium brauche ich ja für die Forge. Wo habe ich jetzt wieder mein Hoverbike stehen? Da hinten steht mein Hoverbike. Split. Split. So, 5 Plutonium nehmen wir uns mal mit. Und was wir uns noch mitnehmen, ist Verpflegung. So, das packe ich ein. Das packe ich aus. Wasser brauchen wir. Hier ist noch mehr Wasser. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung warum ich keine Beeren gepflückt habe, wenn wir es doch hatten. Ah, na schön. Hundertachtundneunzig immer noch. Dann packen wir uns noch einmal Wasser ein. Okay, das ist dann wiederum zu viel. Ja, packen wir noch mal ein Wasser wieder aus. Geht schon so. Da wird es Zeit für den großen Moment. Auf geht's zu einem neuen Planeten. Ich bin bereit. So, linke Maustaste zum Starten. So, dann können wir so fliegen. Die S-Taste ist dann abzuheben. Den großen Wurm habe ich noch mal geärgert. Ach, invertierte Steuerung. Hoch ist runter, runter ist hoch. Aber gut. Jetzt fliegen wir erstmal ins All. Verlassen die Atmosphäre. Im All logischerweise kein Ton, nur Stille.
Dann sehen wir mal, wo ist denn Aziel? Ist das hier Aziel? Nein. Was haben wir denn da? Ist das ein Satellit oder sowas? Oder ist das nur ein Bug? Ich glaube, das ist nur ein Bug. Da können wir eine Höhle sehen, so wie es aussieht. Das müsste doch Aziel sein, oder? Ja, genau, das ist er. Sehr schön. Dann fliegen wir mal dahin. Was stand da gerade, wie viel Minusgrad das sind? Ich glaube nicht, dass das... Ich glaube nicht, dass das so einfach zu überleben ist. Es könnte leicht kalt sein. Boah, was fliegen denn da für Satelliten alles rum? Okay, da würde ich sagen, betreten wir mal den Planeten. Hohoho! Schön. Suchen wir uns mal eine Stelle. Schöne Stelle, wo wir landen können. Das hier sieht doch gut aus. Oh oh. Ich gebe zu, das Schiff steht nicht gerade optimal hier. Nee, das steht hier wirklich nicht optimal. Aber hier könnten wir landen. Ja, ja, ja. Das Schiff kommt nicht zum Stehen. Halt noch ein kleines bisschen vor. Okay, hier zu landen ist gar nicht so leicht. Vielleicht hätte ich noch eine andere Stelle suchen sollen. Ich kann hier nicht aussteigen. Irgendwie landet dieses Dreckschiff nicht so richtig. Ich bräuchte eine große freie Fläche. So wie hier. Ist das Lava? Okay, ich stehe am Grund. Ich bin da. Perfekt. Oh Gott, habe ich mich jetzt verbrannt? Find cool location. Hier ist es zu heiß. Jetzt ist es... Hier scheint es perfekt zu sein. Okay, dann bauen wir hier doch direkt unseren Inflatable Dome auf.
Okay, ist halt ein Eisplanet, deswegen scheint es in der Nähe der Lava vielleicht gut zu sein. Okay, aber hier ist es vielleicht auch noch ein bisschen zu warm. Ich baue einfach hier. So, da sind wir nun auf dem Eisplaneten angekommen. Ich weiß nicht, jetzt höre ich irgendwie als überhaupt keine Musik, aber okay. Ein Depository. Da hinten wächst sogar schon was. Eine Forge. Gut. Aber wie ich schon gesagt habe, es scheint aktuell noch keine richtige Möglichkeit geben, hier auf dem Planeten zu überleben. Da ich jetzt auch gerade beim Fliegen, ich bin über schon einen ziemlich großen Bereich geflogen. Ganz schön laut da draußen. Aber ich habe halt auch noch keine Gase oder sowas gefunden. Kein Oxygen, kein Hydrogen. Das ist natürlich blöd. Deswegen, ich werde jetzt nochmal hier gucken, ob ich es schaffe, ein komplettes Habitat zu bauen. Wäre natürlich schon krass. Die Wände müssen dann noch gemacht werden, aber ich weiß nicht, was ich dazu alles für Materialien brauche. Natürlich die Luftschleuse. Dafür brauche ich zum Beispiel Glas. Hier die Wände. Kriege ich hin. Sehr schön. Erstmal für Ordnung sorgen hier. Wenn ich hier unter mir mit einer Schaufel buddel, bekomme ich dann Sand? Oder Schnee? Ich glaube, Schnee gibt es noch gar nicht so. Aber ich würde dann logischerweise dann Spä Schnee bekommen. Ich habe meine Schaufel da auf dem anderen Planeten gelassen. Ich habe meine Schaufel auf dem anderen Planeten gelassen und ich habe, glaube ich, kein Titan, was ich brauche, um mir noch eine Schaufel zu machen, oder? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt ist meine Temperatur ziemlich tief. Das ist natürlich auch nicht so schön. Und dann werde ich gleich einfach mal auf Erkundungstour hier gehen. Mal sehen, was mir der Planet so bieten kann. Ich gehe mal ein bisschen näher in Richtung Lava. So, jetzt wärme ich mich wieder auf. Meine Forge. Schaufel. Kann ich mir machen, sehr gut. Dann hoffe ich einfach mal.